Einen wunderschönen guten Tag. Die hat mich doch noch erwischt. Schade. Die Musik ist hier ganz seltsam. Beziehungsweise ich kann sie kaum vernehmen. Nur dieses Störgeräusch immer wieder. Auf ihrem besten einfach weiter. Leider brauchen die zwei Schläge. Die Skelettkrieger. Oh, da muss man echt ein bisschen mit kalkulieren, bevor man einfach reinläuft. Zack. Hä? Da war irgendwas Unsichtbares. Das ist ja mies. Oder war das Geld gerade das Problem? Ist aber alles nicht so schlimm. 5-2 bin ich. Okay, Block 5-1. Ich kann mich so aus dem Stegreif jetzt gerade nicht dran erinnern, was das war. Ich glaube, dieser Gang nach oben, der eigentlich gar nicht so unfreundlich aussah. Den werde ich dann, wenn ich sterben sollte, doch ganz leicht nochmal bewältigen können. Aber vielleicht komme ich ja hier auch noch ein Stück weiter. So, was tut mir jetzt weh? Das Herz doch nicht. Was hat mir denn da weh getan? War ich zu langsam und dann kam irgendwie das Zeug da oben runter? Kann es gerade nicht bestimmen. Hab's wohl einfach nicht gesehen. Was ist das denn für eine? Jetzt mal kratzen. Ja, bis hierhin eigentlich ganz freundlich, dieses Stage. Kommt noch nicht etwa zu einem Boss jetzt? In einem Schloss? Ach, das war jetzt... Okay. Das war jetzt Block 5, oder wie? Das ist ja irgendwie witzig. So können alle sein. Dann kommen wir da ruckzuck durch. Dann sind wir jetzt echt schon in 6-1. Geil. Das hätte man mir ja mal sagen können. Das habe ich vorher nicht gecheckt. Hä, hey, der ist tot, oder? Der arme Hund. Oder war das ein Wolf? Da wäre es ja noch... Der lebt wieder! Scheiß Wolf! Ich gehe einfach weg. Aus dem Screen nehmen. Und dann gibt es die nicht mehr. Ah, die kennen wir doch. Aus Castlevania 1. Ich wollte mich eigentlich mal in Ruhe umsehen. Aber die lassen mich einfach nicht. Wir gehen hier mal ganz schnell weiter. Ey, was macht die für einen Sturzflug auf mich? Das ist doch kein Adler. Ich sterbe hier an so mickrigen Gegnern. Das kann doch nicht wahr sein. Immerhin, ich habe einen neuen Savepoint bei 6-1 jetzt erhalten. Dann ist alles nicht mehr so tragisch. Egal, wie ich mich schlage. So, du nicht. Man muss hier einfach mal schnell durchlaufen. Man darf hier nicht lange zaudern und zögern. Und noch andere Worte mit Z, die ich gar nicht erst nennen will. Jetzt gehe ich hier hoch, denn wir wissen alle, Hunde können keine Treppen laufen. Können sie wohl, aber das müssen sie erst lernen. Zumindest unser musste das. Hat sich vorher nicht wirklich getraut. Obwohl die kurzen schon, aber die lange Kellertreppe, nee. Hallo, du da unten. Sehe ich jetzt erst. Den kennen wir auch. Oh nee, natürlich falle ich drauf rein. Hä? Ach so. Und zack. Wir lassen den erstmal in Ruhe sein Leben genießen. Indem er Äxte durch die Gegend schmeißt. Um seinen Hass auszudrücken. Oh, oh, das war jetzt fast schon Glück. Aha, ich kann die Axt im Glück abwehren mit meiner Peitsche. Und du bist eh der einfachste auf der ganzen Welt. Nein, ich möchte deinen Bausparvertrag nicht kaufen. Ich hoffe, das kam jetzt klar rüber. Wenn nicht, ich habe noch ein paar andere Argumente auf Lager. Ich habe nämlich jetzt Weihwasser, was ich, glaube ich, noch gar nicht eingesetzt habe. Oh! Ja, natürlich. Natürlich. Das ist mir schon lange genug nicht mehr passiert. Das musste mal wieder passieren. Aber wenn das schon der Boss ist und danach ein Speicherpunkt kommt, dann wäre das ja... exquisit. Exquise. Keiner schmeckt mir so wie Verona Feldbull. Nein, tut er nicht. Dum, dum. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier runter. Denn Fledermäuse können zwar nicht Treppen aufsteigen, aber sehr gut runtersteigen.
Ach ja, ich stelle mich aber auch an. Dabei ist es jetzt nicht mal 2 Tage her ungefähr. Soll ich auf jeden Fall wieder mitnehmen, das Weihwasser? Nach unten kann er nicht schlagen, dieser Invalide. Und ich übersehe dieses Teil immer wieder. Ich laufe immer dagegen und denke mir, ja, ist bestimmt Hintergrund. Und auf Hintergrund kann man ja nicht stehen, ne? Man kann ihn nur mögen, aber man steht nicht auf ihn. Das wäre ja eine ganz merkwürdige Beziehung. Tschüss. So, wir sind schon wieder fast tot. Besser gesagt, ihr. Denn ich spiele ja nur hier. Das ergibt gar keinen Sinn, aber immer schön die Schuld von mir weisen. So, da wären wir wieder. Ich werde sowieso gleich wieder sterben, weil ich... Jetzt, boah, der läuft von selbst weiter einfach. Das war ich nicht. Was ist das denn? Ein komischer Boss, ein Kronleuchter Boss. Ja, oder ein unsichtbarer. Da kann ich nicht drauf springen, oder? Was gibt das? Was ist wieder für ein komisches Rätsel? Ist es wieder so ein Raum, der sich dreht? Und diesmal ist es der Kronleuchter. Du musst denken wie der Kronleuchter. Sei der Kronleuchter. Was würdest du als nächstes tun? Ich würde schwingen. Das ist... Wenn es normal ist, dann wäre das total doof, wenn man so lange warten muss. Kann ich da drauf stehen? Ich schätze nein. Man muss es mal probieren, hä? Aber ich will nicht weiter nach vorne. Ich kann da nicht drauf stehen. Das Weihwasser ist sowas für nutzlos. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie eine Art Boss hier. Eventuell irre ich mich aber auch. Ich warte noch ein bisschen. Wir haben das schon mal gehabt, dass Warten der Schlüssel war. Ja, spannend. Gut, irgendwie tut da nichts. Ich muss es probieren. Tatsächlich, ich hatte recht. Ich dachte, das wäre ein Boss, aber das wäre auch komisch gewesen, wenn er so früh schon einen neuen Block käme. Dann ist es ja gar nicht so schwer, würde ich mal vermuten. Vorsicht, halte ich fest. Dankeschön. Hüpf, hüpf. Gut. Nächste Runde. Man sollte hier, glaube ich, nicht zu überhastet springen, wenn man es noch nie gemacht hat. Lieber auf die sichere Variante setzen und hier mit dem Schwingen springen. Immer mit dem Schwingen springen. Das hat es ausgesprungen. Das hat meinen Sprung in der Schüssel. So, bis hierhin komme ich ja nicht so hastig. Ganz gut voran. Aber wer... Ah, ich hab's geahnt. Und schon wieder hier. Super. Es ist ja sowas von toll. Das gefällt mir außerordentlich. Und ich klinge nur so, weil meine Nase zu ist. Schnell, er kommt. Wow, ich hab ihn doch voll erwischt eigentlich. Volle Breitseite. Warum kann er nicht nach hinten schlagen? Na, immer wieder, immer wieder. Und weiterlaufen. Einem nach hinten schlagen. Bisher habe ich kein Weihwasser gebraucht, weil ich allein schon an allem möglichen anderen sterbe. Als etwas, was ich bekämpfen würde. Nicht schon wieder, nein. Das ist doch tragisch, wie ich mich hier anstelle. Aber ich habe mir das Leben ja nicht ausgesucht als Superheld. Ich wurde da hineingeboren. Ich kann da nichts dafür. Das ist so meine Ausrede. Wieso hat es eigentlich der Fledermaus nicht geschadet? Es hat sie nur gestreichelt anscheinend. Wir laufen jetzt hier einfach weiter. Wir brauchen nichts. Ich kaufe nichts. Du immer wieder... Mensch! Das ist zum Kotzen. Und wieder ausspucken. Wenn ich sowas wäre, konnten sie schon das ausspucken. Nicht, wenn man ein Hund ist. So. Das wollen wir mitnehmen. Da sind wieder wichtige Utensilien. Und den Schaden auch. Denn sonst wäre das hier alles hier total unauthentisch. Wenn man immer nur gut durchkommen würde. Hm? So, nicht wieder. Ich sehe sie schon von hier aus.
Aber sie springt erst, wenn ich gesprungen bin. Ha, ausgetrickst. Da hat sie meine Bewegung falsch antizipiert. Das ist nochmal die ganzen Graphen durchgehen, die mein Bewegungsmuster analysieren. Zack. Leider ist der Faktor Mensch sowieso unberechenbar. Ich könnte ja jetzt gerade, sehr passend, kurz mal aufhören. Dann bis zum nächsten Mal.